Welcome to the program von What's That? Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Grenzteilung von Russland ruht, bleiben viele deutsche Mennoniten noch in Russland und gingen schwere Tiden durch. Zu der Zeit mussten die deutschen Mennoniten sich ganz um Staat anpassen. Sie durften nicht früh in Ob von dem Evangelium von Jesus reden. Sie mussten abpassen, wo sie ihren Glauben ausleben deiden. Das nächste Geschichte wurde ich Ihnen vertellen, weil es von der Zeit. In Gedanken kiek jij terug, so in wilse kloren haal. Es de oude Bibel en de voorraad haal. Hier uit zo'n ja movendlicht, am am herde kien ja schoor. Es ein wunderbar het Bild van Heimatland. Bibelbuch wie ganz besonders der Feind vom kommunistischen Russland.
Die russländische Regierung bleibt daran, dass die Bibel das Feind vom Staat weh. Wenn es dort braucht, die Menschen zum Nachdenken, dass Gott ein Mittelpunkt vom ganzen Leben ist, dass alles, was wir tun, soll so sein, dass wir Gott verherrlichen. Dort wollen die Obrigkeit nicht haben. Sie wollen, dass sie selbst verherrlicht werden und dass Russland als Staat, so Staat, die Macht hat, so ist ein Gott über alles. Deswegen kämpft die russländische Regierung gegen geistliche Bücher, aber ganz besonders gegen die Bibel. Sie kommen die Beamten und die Darpanen und die kommen einmal ganz plötzlich und überraschend, sodass die Menschen, die Familien nicht die Gelegenheit haben, ihre Bücher vorher zu verstärken. Wenn sie dann dort gefallen haben, dort irgendwo im Haus doch ein verstorbenes Bier weh, dann rinden sie die ganze Hieser durch, was sie die fangen. Viele mussten Gott überlegen, wo sie die Bücher verstärken würden, und viele verloren Gesangbücher, Predigtbücher in der Bibel, dadurch, dass die Beamten die dann doch fangen. Bei genau seine Familie kommt aber anders dran. Da werden die Beamten auch ganz hastig ab einmal ein Nummer ab dem Hof. Schnell als Blitz futzt der Gedanke durch, dass sie nicht reingekommen werden, ihre jährliche Bücher Gott zu verstärken. Was nö? Hei ran schwind im Hüsnen, und hei packt seine Schulbücher, wo da ab dem Dach lang. Packt das ganze Stupselbücher, klammt die unterm Arm, und hupst durch das offene Fenster durch ab dem Hof nach. Wo er den Hafen abgeschämt, rannt er so bosig aus der Korn, über dem Hof und dem Flecknen. Die Beamten bleiben, dass sie heute die jährliche Bücher über dem Arm haft, dass heute ihr Sangbücher und Predigtbücher in Bibeln und alles und ihr sein Arm haft und damit futternd. Zwei Beamten rannen am Hänger ran so weit aus sie können. Klaus rannt, wo seine Beine bloß hergeben, aber er hat den Baumsturm nicht sein, wo der Eva sein Wach lag, und damit schäbelt er Hahn in die Becher fliegen, der er gehend, und damit licht er da und atmet so busig aus er kann. Die Beamten sind am No, in seinen die Becher No, in seinen Atem, seid ihr bloß Schallbecher. Sie schauen am Öd, wo er nur mit Fut gerannt ist. Das wir gut, was sie wollen. Drehen an und gehen ganz busig trägen im Hüß. Knalls hob bloß, dass Peter dort gewisshaft, was er dort tut. Er hat ja nicht nur die Möglichkeit gehabt, Peter zu sein. Er soll schwinde, jässliche Bäcker verstärken, wo er doch den Beamten aufgelenkt hat vom Hüß. Ganz mit Fleet hat er seine Schallbücher gepackt und wie ütgehäkert, damit die Beamten sollen Armhänger anran und Peter damit die Gelegenheit schrich, die ohne Bücher zu verstärken. Ach, er hob bloß mit ganzen Horten, dass Peter dort seinen Hort, worum er dort hat gedohnt. Knall stund langsam ab, rieben seine Bücher taub war er in einem Arm und stößt hänger die Beamten her, damit er auch drin im Hüß kommt. Hei sag aber tau dort hei nicht te dich bi und dein Mann an non komm, wenn's hei wohl nicht han, dat sei am noch oder und fragen sollen. Im Hüß trig angekommen, checken die Beamten nach Hüß, in Stuf, nach dem Bett durch, da wie nüscht te fingen. Peter stand ganz ruhig bei dir und wuch sich aber nicht schnell mit die Augen wo te wiesen. Wenn's sei wüssten all, die Beamten können alles seinen, wann sie sich in klein Bett abfahrlich benehmen würden. Aber sie hatten nichts gefangen. Die Beamten schickten sich nach Rom, können dort nicht vergnügen, noch ein paar Schuppe wie die Mama und Papa zu sein, drehten aber Hagarmen, sorten sich ab ihren Wogen, porten dort Piet an und wieder gingen zum nächsten Hof, zu dem nächsten jährlichen Becher Rüdkrumen in Verbrennen. Aus der nicht mehr zu seinen werden, ging Peter am Hüsnen, winkt Knalls, er soll am Hänger rankommen. Mama und Papa hatten Tiet Eva sehr gebet, dort können sie seinen. Peter fängt busig an zu reden und sieht, ich habe jährliche Becher schwind verstärkt, ob ich von kein anderes steht, aus eure Satt von den Beamten ihren Wagen. Knalls schiet am grautürgig an. Wat? Und ja, die Beamten, er sagt, ob er ein Kutsch, hast du die Becher verstorke? Jo, sieht Peter, und ich war nicht schwinde, Onkel Isaac ran,
der Schaufgebredarfsoffice, du am Stall. Da wollte ich am sein, dort die Bücher, die in ihr Satz sind. Vielleicht kann er dir den Schwindritt holen, wann die Beamten kommen, in ihre Piet versäuen loten. Knaus schickt am Bliss mit grüte Jürge ohne Scherr an meinem Kopf. Hei wiss nicht, wo dort soll, aber beide horcht nicht mal meier Tau. Hei wie all abm Weich ritt ütte der, in ran schrotz Tau sauf, wo sich aus seine Bein am Droge könne. Nur Onkel Isaac. Knaus schickt seine Mama und Papa ohne können sein, dort sie wieder beten täten, dort ihre Bücher würden bewahrt blieben. Peter wie bei Onkel Isaac angekommen und jascht, vom so bosig ranen. Onkel Isaac, euer Resat von den Beamten erpiert's vor dich. Sein Onse Familienbücher, die jässliche Bücher, wann die hier ankommen, kannst du dir sein Ritte holen? Onkel Isaac, halt am dort an und seht, jo, ich war mein mählich sprem. Dort dann, bei der Rahn trägt, ne sein Hüß, in wieder Wort gebet, dort soll so Ritte kommen, dort Gott wird die Bücher bewahren. Dort wart aufend. Die Beamten werden noch ab verschiedene Hofstehen im Dorf gewasst. Sie haben verschiedene Bücher gefangen und in ihren Piers fortig hineingelegt. Sie würden, die Familie ist vor dir im Hüß haben, würden ein niemals mehr seinen. Als sie dort in dem Dorfs Office gekommen wären, sehen sie den Onkel Isaac, sie sollen, hei soll, er Piert in dort fortig besorgen. Sei jengen nan an office. Onkel Isaac checkt sich rum. Checkt evere Schulter. Checkt ab'm Hof. Checkt rum sich, so wie sie nie irgend checken können. En streit sie ne Hand unja de Saat unja. En wartlich die Bücher sind doch noch. Busig nimmt er die Rüt. Däti sich ohne Mantel en jednem Hei. En versteigt die durch mankem Strau in Hei, wot für die Piet sind. Dann dat hätte Piet wieder besorgen, so aus die Beamten am Angestalt haben. Aus die Beamten dann kommen, nun im nächsten Samarins in Wiederreisen, du han, wo ihre Nächste steht erst, nun das nächste mennonitische Dorf, sind die jässliche Bücher am Stroh noch ganz geblieben. Aus Knalls in den Älteren, Knalls in Peter, die ganze Familie dort antwortet, dort ihre Bücher bewahrt geblieben sind. Dort dachte der Knalls bosig war ich ran mit seinen Schallbücher. Dort dachte der Peter furz dort abkommen, die jässliche Bücher zu verstärken. Dort, wo er niemals denken wird, dort die zu verstärken werden. Dort, unja, der Feind ihre Saat. Und dort hei noch so bosig ran können, Onkel Isaac. Nur Onkel Isaac sehen dein auch noch dein, all dort taub. Wie ein Wunder Gottes, dort die Bücher wären erhöhen geblieben. Sie können nicht anders aus Gott loben und preisen, dort sei die Bibel, das Gebetsbuch und das Gesangbuch und die anderen Bücher allerhand hüllen können. Schön für den Schulten in dem Programm von What's Dit. Was habe ich von dir gelehrt? Wir haben gelehrt, dass Gott Wunder tut. Der hat Wunder getan, mag das mennonitische, plottische Volk, dann erst einmal noch in Russland. Kreuze Gott, wenn es der selbe Gott ist, der hat von dir noch Wunder. Und ja, sonst, wenn es heil war, dort wie eine Gemeinschaft mit einem Leben. Und wenn es heil weit, dort wie alles tun zum nur am Beten und von am zu lehren, dann wird er uns auch beschützen. Dann wird er uns helfen. Dort wünsche ich dir für das Werk, dort du daran denkst, was hat Gott und Jahren trägt für unsere Eltern und Großeltern getan? Kann er nicht das selbe für dich von dir auch tun? Dank am dafür, dort er noch einmal der selbe Gott ist. Bei nächstem Mal von sich Glimmel treibst für das Programm von Wortstift.